Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, sehr geehrte Composites United Member und Mitglieder. Willkommen zu einer neuen Folge, weiteren Folge unserer neuen Online Educational Series CEO Online, CEO Prepared for Future. Mein Name ist Bastian Brenken und ich werde Sie heute durch diesen Grundlagenvortrag zum Thema Faserverbundwerkstoffe, Herstellung und Anwendungsbeispiele führen. Dies ist der zweite Teil zum Thema Grundlagen Faserverbundwerkstoffe. Der erste Teil Aufbau und Eigenschaften, den können Sie sich auch anschauen. Das ist der Inhalt des heutigen Vortrags. Zuerst möchte ich noch ganz kurz mich auf den ersten Vortrag und das erste Video berufen, eine kurze Einführung geben, was sind Faserverbundwerkstoffe, um sie alle abzuholen, um dann in das Hauptthema des heutigen Vortrags einzusteigen, die Herstellung und Faserverbundtechnologien. Ich werde die Vorstellung der gängigsten Herstellungsverfahren durchführen, werde kurze Videos auch zeigen zu diesen Herstellungsverfahren, sodass das übersichtlich und anschaulich wird für Sie und möchte am Ende auch Ihnen einen Vergleich zeigen, wo ich auf Aspekte wie Komplexität, Werkzeugkosten und eingehe und auch zumindest qualitativ Richtlinien für Gesamtkosten der Verfahren gebe und diese gegenüberstelle und vergleiche. Dann möchte ich noch als weitere Aspekte auf Nachhaltigkeit und Recycling eingehen, zumindest für die gängigsten Faserverbundstoffe, die Glasfaser verstärken und die Carbonfaser verstärken, Faserverbundwerkstoffe. Und möchte kurz auf die Wirtschaftlichkeit im Allgemeinen eingehen und werde am Ende Ihnen Anwendungsbeispiele und auch noch ein paar Erfolgsgeschichten zeigen, wo diese Materialien erfolgreich eingesetzt wurden. Kommen wir zu der kurzen Einführung und das ist jetzt eine Wiederholung und für diejenigen, die bereits das erste Video geschaut haben zum Thema Aufbau und Eigenschaften. Nichtsdestotrotz möchte ich hier nochmal alle kurz abholen. Ein Verbundwerkstoff ist ein Material, was mindestens aus zwei Einzelmaterialien besteht und diese sind heterogen zusammengesetzt, das heißt nicht ineinander gelöst. Ein Faserverbundwerkstoff, dort ist ein Material, liegt dort in Faserform vor. Bei Faserverbundwerkstoffen übernehmen die Fasern die Lasten, die nehmen die Kräfte auf, die auf Bauteile einwirken aus diesen Materialien. Die Matrix sorgt für eine Formgebung, definiert die Form und schützt die Fasern vor Umwelteinflüssen. Mit Faserverbundwerkstoffen lassen sich maßgeschneiderte Materialeigenschaften einstellen und es können herausragende spezifische mechanische Eigenschaften erreicht werden, gerade wenn man Hochleistungsfasern wie Carbon verwendet. Die Herausforderung ist aber, dass sie richtungsabhängige Eigenschaften haben. Das heißt, die Ausrichtung dieser Fasern in ihrem Bauteil, die Orientierung ist ganz, ganz wichtig. Unten sehen Sie dann Beispiele. Gängige Faserarten sind Glasfasern, Carbonfasern, Aramidfasern, aber auch Naturfasern wie Flachs und Hanf werden immer üblicher, immer weiter verbreitet. Und als Matrix bei Faserkunststoff verbunden, wo Sie eine Kunststoffmatrix haben, werden üblicherweise Duroplaste oder Thermosetmaterialien oder Thermoplaste eingesetzt. Jetzt möchte ich auf die Technologien eingehen und damit zum Kernteil dieses Videos kommen. Und ich werde jetzt nacheinander, werde ich gleich die einzelnen Verfahren gehen und Ihnen Vor- und Nachteile und das Verfahren selbst erklären. Vorher möchte ich aber noch mal kurz darauf eingehen, auf die Herstellung und allgemein sagen, dass diese ganz, ganz entscheidend ist für die Eigenschaften eines Verbundes, eines Verbundwerkstoffes. Denn die Eigenschaften eines Faserverbundmaterials oder Werkstoffs entstehen erst bei der Herstellung. Also erst wenn Sie Fasern hier mit dem Matrixmaterial zusammenbringen und das dann abkühlen lassen oder aushärten, haben Sie einen Faserverbundwerkstoff. Das heißt, dieser Prozess des Zusammenbringens ist ganz, ganz wichtig. Ja, wenn Sie einen Stahlblock fräsen, hat schon der Stahlblock selber eine gewisse Festigkeit und ein gewisses E-Modul und Sie stellen nur noch eine Form her. Hier bei den Faserverbundwerkstoffen aber haben die Ausgangsmaterialien selber längst nicht die Eigenschaften, die sie dann nachher im Verbund haben. Das heißt, erst durch die Erzeugung des Verbundes bekommen sie auf ihre möglichen herausragenden spezifischen Eigenschaften, die sie erreichen können. Key-Parameter bei der Herstellung ist die Faserorientierung, der Lagenaufbau, das hatte ich schon angedeutet.
Es ist wichtig hierbei, dass Sie die Fasern entlang Ihrer Hauptlasten im Bauteil anordnen, damit eben diese Fasern diese Lasten auch gut aufnehmen können. Die Faserlänge ist ganz entscheidend. Das heißt, je länger die Fasern sind, desto besser werden die mechanischen Eigenschaften Ihres Verbundes oder die mechanische Performance. Aber desto schwieriger ist es und desto teurer ist es auch, diesen Verbund herzustellen. Faservolumengehalt ist wichtig. Je mehr Fasern Sie in Ihren Faserverbund reinpacken können, desto mehr Lasten können Sie tragen, logisch. Und desto höher werden auch die mechanischen Eigenschaften. Aber desto teurer wird es auch und desto aufwendiger eben auch in der Herstellung. Ein Porengehalt, also Lufteinschlüsse, sollten Sie möglichst minimieren und gering halten. Und auch sollten die Fasern möglichst vollständig benetzt sein. Dies sind Güte- und Qualitätskriterien, die am Ende darüber entscheiden, ob ein Faserverbundwerkstoff in seinem Zweck verwendet werden kann, für den vorgesehenen Zweck oder nicht. Ja, das heißt, die Herstellungsverfahren und Güte definieren am Ende die Qualität und den Preis. Wenn Sie Fasern haben, dann werden diese üblicherweise noch zu Halbzeugen verarbeitet, bevor es in ein Bauteil geht. Es gibt die unidirektionale Einzelschicht, wo Sie viele Faserbündel nebeneinander legen und mit Heftfäden, Haltefäden dann in Position halten. Sie können daraus dann auch ein multiaxiales Gelege herstellen, wo Sie viele dieser Einzellagen übereinander legen in unterschiedlichen Ausrichtungen und dann auch in dicken Richtungen vernähen. Dann können Sie Gewebe herstellen, wo Sie in Wegverfahren einsetzen, um entsprechend auch unterschiedliche Faserrichtungen in einer Schicht quasi abzudecken. Diese Fasern haben dann aber eine gewisse Krümmung, was auch die werkmechanischen Kennwerte dann ein wenig reduziert, verglichen zu einem Gelege. Und dann haben Sie Endlosfasermatten und Schnittfasermatten aus sehr langen Fasern und auch geschnittenen Fasern, die einfach wo die Fasern eigentlich zufällig in der Ebene dann orientiert werden. Und Sie können auch 3D-Halbzeuge wie 3D-Geflechte oder ähnliches herstellen, die Sie dann direkt infusionieren können und ein Bauteil herstellen können. Das heißt, insgesamt gibt es, um es zusammenzufassen, dieses Bild bietet das sehr gut an und stellt das sehr gut dar, finde ich, gibt es unterschiedliche Wege, um links von der trockenen Faser nach rechts zu Ihrem Verbundbauteil zu kommen. Ein Weg ist ganz oben die direkte Preform-Herstellung in 3D. Sie haben eben diesen runden Schlauch gesehen, diesen gewickelten Schlauch. Das heißt, dort wird direkt ein Preform hergestellt in 3D, der schon eine gewisse Form hat. Sie bringen Ihre Fasern in diese dreidimensionale Form, die Sie haben möchten, haben die Formgebung dann beendet, die 3D-Formgebung, fügen eine Matrix hinzu und injizieren diese Matrix dann, härten die aus, typischerweise für ein Duromer oder ein Duroplast, und haben dann Ihr Verbundbauteil. Dann können Sie das so sequenziell machen, dass Sie erst ein 2D-Halbzeug herstellen, ein Gewebe zum Beispiel, dann in einer Formgebung dieses Halbzeug in Form pressen. Zum Beispiel können Sie eine Halbkugel pressen. Dann haben Sie ein trockenes Preform in 3D, aber hier sind Sie in zwei Schritten dann dahin gelangt. Und dann wieder injizieren Sie eine Matrix, härten aus und bekommen Ihr finales Bauteil. Dann gibt es auch Möglichkeiten, quasi ein sogenanntes Pre-Preg-Material zu erzeugen. Also Sie können ein 2D-Halbzeug herstellen, dann die Matrix einbringen und dann die Formgebung machen, wiederum die Aushärtung anschließen und zum Bauteil gelangen. Oder unten, ganz unten, können Sie wieder auch direkt zu den trockenen Fasern schon die Matrix geben. Und dann über die Formgebung und Aushärtung quasi in einem Schritt machen und zu Ihrem Bauteil gelangen. Ein Beispiel hier wäre die Pultrusion. Ich werde jetzt genauer auf die gängigsten Verfahren eingehen, erstmal erklären, wie grundsätzlich das Verfahren abläuft, wie die Methodik ist, dann auf Vor- und Nachteile eingehen und zum Teil Ihnen auch Videos zeigen. Starten möchte ich mit eigentlich einem sehr gängigen, sehr alten Verfahren und einem sehr relativ einfachen, unkomplizierten Verfahren, dem Handlaminieren. Also wenn Sie für das Handlaminieren brauchen Sie eigentlich nur eine relativ einfache Werkzeugform. Sie tragen ein Trennmittel auf, bringen Ihre Fasern hier, Ihr Gewebe zum Beispiel in Blau auf und kippen einfach Harz darüber aus und verteilen dieses Harz möglichst gleichmäßig dann und tränken das Gewebe dann, und können das dann zum Beispiel mit einem Roller hier ausstreichen.
Wichtig ist, dass sie versuchen, möglichst gleichmäßig im Faservolumengehalt hinzukriegen und dass sie auch all die Fasern vollständig tränken mit der Matrix. Ja, und hier möglichst das dann noch verdichten und Luft rausdrücken mit dem Roller. Das heißt, dass der Anwendungsbereich dieser Technologie ist für Prototypen und kleine Serien. Und sie können sehr, sehr große Bauteile damit herstellen. Zum Beispiel aus der Anwendungsbranche ist zum Beispiel Schifffahrt. Das heißt, sie haben eine einfache Werkzeugkonstruktion. Sie brauchen ja nur ein einseitiges Werkzeug. Es ist ein sehr einfaches Verfahren, wo sie einfach die Fasern ablegen, Harz darüber kippen und das verteilen. Sie können aber trotzdem schon relativ komplexe Geometrien herstellen, das ist möglich. Und sie haben es ist ein Verfahren, das eher wenig kostet, weil sie wenig Anlagentechnik brauchen und es sehr schnell geht, dieses Verfahren anzuwenden. Nachteile aber, es ist offen, das heißt, sie haben mitunter Dämpfe von dem Harzmaterial, es ist sehr manuell, der Faservolumengehalt ist begrenzt, den sie einstellen können. Können Sie sich vorstellen, die Verdichtung hier mit einem Roller herzustellen. Es ist begrenzt, was sie da machen können, und sie kriegen eine tendenziell inhomogene Eigenschaftsverteilung, weil sie natürlich alles von Hand machen und dann ist es nicht maschinell kontrolliert und da ist die Eigenschaftsverteilung eher ungenau. Ein weiteres Verfahren ist das Faserspritzen, was schon ein bisschen automatisierter abläuft. Hier haben sie jetzt ein Faser-Roving, also einfach eine Spule mit einem Faserbündel, was sie abrollen und einsaugen in eine sogenannte Spritzpistole hier, sage ich mal ganz salopp, wo sie dann diese Fasern aufschneiden und Faserschnipsel draus machen und gleichzeitig in dieser Pistole hier entsprechend das Harzmaterial verbinden und dann spritzen sie dieses Harz-Faser-Gemisch auf auch eine offene Form auf. Ja. Das heißt, hier können sie automatisierter entsprechend das Material verteilen. Das geht wesentlich schneller. Das heißt, auch hier ist die Anwendung, sind Wannen und großflächige Bauteile hier aus der Marineindustrie. Aber auch dieses Verfahren ist immer noch sehr manuell, also nicht mehr ganz so manuell wie das Handlaminieren. Hier können Sie begrenzte Faservolumengehalte einstellen und auch hier haben Sie eher eine inhomogene Eigenschaftsverteilung, weil natürlich die Fasern zufällig landen, eventuell auch in zufälliger, wenn Sie es nicht ganz genau einstellen, auch in zufälliger Dicke landen auf dem Bauteil und wenn Sie dann hier eben noch einen Roller auch verwenden, um das flach und dann entsprechend platt zu drücken, bekommen Sie hier eher eine niedrige Bauteilqualität hin. Nur. Eine weitere Technologie und eine sehr relevante Technologie ist die Vakuuminfusion. Das Prinzip hier ist, dass Sie unten sieht man das, dass Sie Ihre Fasern hier in Blau ablegen, auch auf einem offenen Werkzeug. Und dann packen Sie das Ganze ein, verwenden unterschiedliche Materialien, ein Abreißgewebe, eine Lochfolie, ein Absaugvlies und ganz oben eine Vakuumfolie. Das Prinzip ist dieses Aufbaus, dass Sie dann auf der einen Seite einen Harzeinlass haben. Und auf der anderen Seite haben Sie einen Harzauslass, das ist jetzt hier nicht abgebildet, aber dann legen Sie ein Vakuum an, das ganze Material wird unter Vakuum gesetzt, deshalb brauchen Sie entsprechend die Folie. Sie brauchen diese anderen Folien hier, um eine effiziente Verteilung dann des Harzes zu sorgen, für eine effiziente Verteilung zu sorgen, was dann per Unterdruck, per Vakuum angesaugt wird und durch diesen trockenen Faserstack, also durch die trockene Faserablage durchgezogen wird. Und so wird das Material dann getränkt, kann im Nachgang dann entsprechend in einem Ofen bei Raumtemperatur oder sogar bei Raumtemperatur ausgehärtet werden. Das heißt, hier werden großflächige, dünne Bauteile mit hergestellt mit diesem Verfahren. Das prominenteste, berühmteste Bauteil ist tatsächlich Windrotoren. Also die großen Windrotorblätter, die Sie kennen von den Windanlagen, die werden typischerweise mit einem Vakuuminfusionsverfahren hergestellt. Das heißt, kleine bis mittlere Serien, das können Sie sich vorstellen, ist relativ aufwendig, das alles vorzubereiten mit diesen vielen Lagen hier. Sie haben sehr viele Hilfsstoffe, die Sie brauchen. Aber Sie können sehr hochwertige Bauteile herstellen. Ja, Sie, im Gegensatz zum Handlaminieren und zum Faserspritzen können Sie hier diese Faserlagen sehr genau bestimmen, die Faserorientierung sehr genau bestimmen. Und üblicherweise werden hier auch dann Endlosfasern verwendet, also Gewebe oder Gelege, die Sie dann tränken. Das heißt, Sie haben also sehr hohe mechanische Performance dann, weil Sie eine hohe Faserlänge haben. Aber es ist eben sehr, sehr manuelles Verfahren und es sind auch viele Hilfsstoffe nötig. Ich möchte Ihnen jetzt hierzu ein kurzes Video zeigen. Dazu öffne ich diesen Link.
Dann öffnen wir eine Website auf YouTube. Es dauert einen kleinen Moment. Wir gehen in den Vollbildmodus. Und hier wird auch eine kurze Werbung gespielt werden, die wir gleich überspringen. Das ist bei YouTube nun mal so, bei guten Videos oft, dass sie Werbung haben. Aber wir gehen jetzt hier, überspringen diese Werbung. Und jetzt sehen wir einen Vakuumaufbau, der hier hergestellt wurde. Wir haben hier den Einlass, wo gleich das Harz, hier entsprechend hier das Harz angesaugt wird. Hier kann man jetzt sehr gut sehen, wie sich eine Flussfront ausbildet. Das Harz wird per Unterdruck, und die Geschwindigkeit ist live, durch diesen Faserstack durchgezogen, der hier unten liegt. Und hier ist dann der Auslass, wo das Vakuum anliegt, das eben mit einer Pumpe hier hergestellt wird. Jetzt kann man sehen, wie nach und nach sich eine charakteristische Flussfront hier ausbildet, beziehungsweise schon ausgebildet hat, und wie das Material jetzt entsprechend durch die trockenen Fasern das Harz jetzt durchgezogen und tränkt es jetzt. Sie ist hier schon das erste, die Front schon am Auslass wieder angekommen. Jetzt wird überschüssiges Harz wieder abgesaugt und das restliche Bauteil wird weiterhin gefüllt, bis komplett alles benetzt ist. Ich spule ein bisschen vor. Jetzt wird, wenn das der Prozess beendet ist, wird entsprechend zuerst der Einlass geschlossen. Ja, dass weiterhin überflüssiges Material abgesaugt werden kann, dann wird der Auslass geschlossen und dann ist das gesamte Material quasi getränkt und kann im Ofen oder auch bei Raumtemperatur ausgehärtet werden. Ich gehe jetzt zurück zur Präsentation und mache mit der Präsentation weiter. Das nächste Verfahren ist das Faserwickeln. Faserwickeln ist ein typisches Verfahren, was auch verglichen mit Handlaminieren oder Vakuuminfusion ist das Verfahren deutlich automatisierter. Und es ist gedacht für rotationssymmetrische Bauteile wie Wasserstofftanks zum Beispiel, Wellen oder auch Rohre. Wie funktioniert das Verfahren? Wir haben eine Harzimprägnierung im Harzbad, das heißt, Sie haben hier wirklich auf Rollen typischerweise Rohmaterial, sehr günstiges Rohmaterial, einfach Faserbündel, die Sie ansaugen, tränken mit einer Matrix, typischerweise einer eigentlich immer einer duroplastischen Matrix, also zum Beispiel einem Polyester-Resin. Und dann wird es entsprechend aufgebreitet und über diesen Guide hier, der ist ganz entscheidend, der verfährt hier in diese beiden Richtungen, kann der verfahren werden. Und dann haben wir hier einen Kern, der sich dreht. Und je nachdem, wie die relative Bewegung von diesem sich drehenden Kern zu diesem Guide ist, kann dann dieses Faserbündel in unterschiedlichen Winkeln abgelegt werden. Ja? Und das heißt, das wird entsprechend abgelegt, im Nachhinein ausgehärtet und dann wird der Kern entfernt, in der Richtung rausgezogen und also entformt und dann hat man am Ende eben ein hohles rotationssymmetrisches Bauteil. Vorteil ist, man kann durchaus hochwertige Bauteile herstellen, also Faservolumengehalte, Porengrad und so weiter können sehr gut sein. Es ist automatisiert, dieses Verfahren. Das heißt, man gibt hier eine Frequenz vor, wie sich dieser Guide verfährt, wie schnell entsprechend sich dieser Kern dreht. Und so kann man dann die Faserwinkel einstellen in den unterschiedlichen Lagen. Aber auch das ist ein offener Prozess. Man ist beschränkt auf rotationssymmetrische Bauteile. Ja, und auch 0 Grad ganz genau, also entlang dieser Faserachse hier, genau Fasern auszurichten, ist nicht möglich. Können Sie sich vorstellen, wenn man den Guide hier ganz schnell verfährt, dann kann man Winkel, die ganz gering an 0 Grad sind, abbilden. Oder wenn man hier auch einen Roboter verwendet, einen Roboterarm, ist das möglich. Aber ganz auf 0 Grad zu gehen und wirklich perfekt hier dran zu gehen, funktioniert nicht, weil man ja auch die Fasern an dieser Rotationsachse dann vorbeiführen muss. Das heißt, man muss hier wirklich, man kann nur Winkel nahe 0 abbilden. Hier möchte ich Ihnen ein Video zeigen. Ich öffne wieder einen YouTube-Link, wie eben auch. Wechsel in den Vollbildmodus. Und hier sehen Sie jetzt die Herstellung eines großen Glasfaserrohres, vielleicht einer Pipeline zum Beispiel. Und hier sehen Sie entsprechend diesen Guide, der verfährt. Und hier entsprechend, das sieht man gleich auch gut, wenn der zurückkommt, hier die Führung. Wir haben hier die Fasern, die einzeln angezogen werden. Dann gehen die hier durch ein Harzbad durch, werden aufgebreitet hier und dann über eine Führung, die hier entsprechend verkippbar ist. Sie können das jetzt sehen.
wird dann entsprechend der Faserwinkel eingestellt. Und dann in Relation, der ist dann abhängig von der Geschwindigkeit, wie dieser Schlitten hier verfährt und dem Winkel hier dieser Führung. Ja. Gehen wir zurück zur Präsentation und kommen zum nächsten Verfahren, der Pultrusion. Während das Faserwickeln für rotationssymmetrische Bauteile gedacht ist, ist die Pultrusion ein automatisiertes Verfahren, mit dem Profil- oder stangenförmige Bauteile hergestellt werden können. Ja? Oder es gibt auch eine Besonderheit, das Composite United-Mitglied Thomas Technik hat auch ein Verfahren entwickelt und patentiert, mit dem Profile mit kontinuierlicher Krümmung, denken Sie zum Beispiel an eine Feder, eine Coil Spring, hergestellt werden können. Wie funktioniert dieses Verfahren im Allgemeinen? Es gibt viele Abwandlungen, aber in der Grundform funktioniert das so, dass Sie wieder hier Rovings haben. Sie können das aber auch kombinieren entsprechend mit Matten, mit einfachen 0,90-Grad-Geweben. Sie führen das alles zusammen durch ein Harzbad durch, können ihr noch Oberflächenstoff entsprechend oder Veil aufbringen. Das Ganze wird vorgeformt hier und dann durch eine beheizbare Form gezogen, die sowohl die Querschnittsfläche dieses Profils definiert, als auch das Material aushärtet. Das heißt, hier hinter haben Sie quasi ein festes Bauteil hinter der Form, was dann von einem Pulling-System, also von einem Zugsystem, nach vorne durchgezogen wird. Es sorgt für einen kontinuierlichen Vortrieb und am Ende haben Sie eine Säge, die dann entsprechend gewünschte Längen Ihres prinzipiell endlosen Bauteils einstellt. Das heißt, die Vorteile hier sind, dass Sie eine gute Qualität erreichen können. Sie können einen hohen Faservolumengehalt durch dieses Pultrusionsverfahren, durch entsprechenden Druck in dem Werkzeug erreichen. Und das ist ein automatisiertes und kontinuierliches Verfahren. Das heißt, Sie kriegen gute Qualität aus prinzipiell günstigem Rohmaterial. Nachteile sind, dass Sie grundsätzlich relativ hohe Fertigungskosten haben. Dieses Werkzeug, was die Form vorgibt und auch die Aushärtung bestimmt, ist zumeist relativ kostenaufwendig und Sie brauchen eine gewisse Stückzahl, bis sich das rechnet, ja, die Investition. Sie haben eine relativ große Anlage, zumindest in der originalen Form. Und Sie können auch nur begrenzte Faserwinkel abbilden. Ich hatte hier erwähnt, das meiste geht hier wirklich rein in Profilrichtung. Sie können zum gewissen Grad eben Gewebe 0,90 auch abbilden, aber wenn Sie schräge Faserwinkel denken, dann haben Sie das Problem, dass oft durch die Zugkräfte sich dann die Faserwinkel verändern können. Hier möchte ich Ihnen eine Animation in dem Fall zeigen. Dafür öffne ich wieder ein weiteres Video auf YouTube, gehe in den Vollbildmodus . Spule ein wenig vor. Hier sehen wir eine Animation und ziemlich genau die gleiche Anlage wie eben im Bild. Sie haben hier Faserglasrollen, Faserglasmatten und einen Guide, der das Ganze in die Imprägnierkammer hier bringt. Dann können Sie zu Oberflächenmaterial hinzufügen und ziehen das Ganze durch ein beheizbares Werkzeug, was es aushärtet und die Form gibt. Dann haben Sie hier Ihr Zugsystem. Das sind zwei quasi Schlitten, die abwechselnd entsprechend verfahren und das Profil vorziehen, wie man jetzt hier angedeutet sehen kann. Jetzt gehen wir nochmal durch den Prozess durch, wo es erklärt wird. Also das Faserglas wird der Stoff wird entsprechend zusammengebracht, in Vorform vorgeformt, mit Harz imprägniert, dann wird gegebenenfalls Oberflächenmaterial hinzugefügt und das Ganze geht in das Werkzeug, wo das Material aushärtet und wo die Profilform definiert wird. Dann haben wir hier entsprechend diesen Pulling-Mechanismus, der für den kontinuierlichen Vortrieb sorgt und am Ende wird das Material eben durch eine Säge auf die richtige Länge geschnitten. Jetzt sieht man hier den Prozess animiert. Das heißt, abwechselnd verfahren die und das Profil wird durchgezogen. Kehren wir zur Präsentation zurück und gehen zum nächsten Verfahren, dem Resin Transfer Molding oder auch kurz RTM. Anwendungsbereich hier sind flächige Bauteile mit geringer bis mittlerer Komplexität.
aber mittlere bis Großserien auch. Und das ist ein klassisches Verfahren für die Automobilindustrie, weil das ein Verfahren ist, was relativ kurze Taktzyklen pro Bauteil zulässt. Das Verfahren selber ist relativ einfach, schnell erklärt. Sie haben ein beheizbares Werkzeug hier, legen dort ein trockenes, textiles Halbzeug ein, also ein Faserstack, unterschiedliche Lagen eines Halbzeugs. Das Werkzeug ist beheizbar und dann werden unter hohem Druck in dem Fall schießen Sie Ihr Harz ein. Im Gegensatz zur Vakuuminfusion haben wir hier nicht nur das Vakuumdruckgefälle, sondern wirklich einen hohen Druck, mit dem Sie das Harz einschießen. Und dann wird das Harz wird entsprechend ein Nachdruck aufgebracht, dass das komplett auch gefüllt ist. Und es wird eine Temperatur und ein Druck gehalten für eine gewisse Zeit, sodass dieses Harz aushärtet. Sobald das getan ist, wird die Form geöffnet und das Formteil kann entnommen werden. Das heißt, dieser Prozess hier ist relativ schnell. Wir sprechen von einigen wenigen Minuten. Das heißt, deshalb ist er so interessant für die Automobilindustrie. Die Vorteile sind, dass wir eine gute bis sehr gute Qualität und hohe Faservolumengehalte einstellen können. Sie können sich vorstellen, wenn wir unter hohem Druck das Harz einspritzen, haben wir zum Beispiel eine sehr geringe Porosität, wenn man alles richtig macht. Nachteile sind, dass wir hohe Werkzeugkosten haben. Das heißt, es muss den hohen Drücken standhalten und es muss beheizbar sein. Wir haben hohe Anlagenkosten. Sie brauchen eine große Presse üblicherweise. Und eben Nachteil auch ist, dieser Pressvorgang selber ist relativ schnell getan, das Einspritzen auch. Was oftmals dann Zeit kostet, ist, dass das Material aushärten muss, dass Ihr Harzsystem muss aushärten. Das heißt, das ist oft der limitierende Faktor, was die Zeitkomponente angeht. Hier möchte ich Ihnen eine kurze Animation zu zeigen und öffne ein weiteres YouTube-Video dafür. Gehen wir in Vollbildmodus. Hier sieht man eben eine Animation gezeigt, wo jetzt hier entsprechend ein Werkzeug, wo wir einen Halbschnitt durch haben, öffnet. Dann legen wir einen trockenen Faserstack ein, also Faserlagen, schließen das Werkzeug und dann sehen wir, dass entsprechend der Druck hochgeht, die Temperatur hochgeht auf Aushärtetemperatur und dann wird unter hohem Druck hier das Harz eingedrückt. Dann wird entsprechend das gehalten, sodass das Material aushärten kann. Dann wird die Temperatur und auch der Druck verringert und dann kann das Bauteil entnommen werden. Ein neuer Faserstack kann eingelegt werden und so kann man relativ hohe Produktivität erreichen, gerade wenn man dieses Verfahren kombiniert mit dann Robotern, die automatisiert das Bauteil entnehmen bzw. einen neuen trockenen Faserstack einlegen. Kommen wir zum nächsten Verfahren, der Autoklavtechnik, auch eine sehr, sehr oft eingesetzte Technik, allerdings für kleine Serien und für wirkliche High-Performance-Bauteile. Das heißt, die Autoklavtechnik ist üblicherweise eingesetzt für Luftfahrtbauteile, für Raumfahrtbauteile bzw. wirklich hochbeanspruchte Bauteile, zum Beispiel im Rennsport. Auch hier ist die Anwendung, sind das flächige Bauteile. Und das Vorgehen ist, dass man eben hier kein trockenes Material verwendet, sondern ein sogenanntes Pre-Preg-Material, also ein pre-impregnated Fasermaterial, das schon vorimprägniert ist. Das heißt, sie bringen gleichzeitig das Harz und die Fasern auf und das ist in einem Zwischenzustand der Aushärtung, sodass es schon zäh ist, das Material, aber dass sie das noch gut verformen können. Durch diese Halbzeugform können Sie genau und reproduzierbar Ihre Lagen aufbringen, gerade wenn Sie das auch automatisiert machen. Es gibt ATL, Automated Tape Laying oder AFP, Automated Fiber Placement, gibt es Formen, da wird das dann entsprechend mit großen Robotern durchgeführt und dann kann es wirklich sehr genau und sehr reproduzierbar können dann Faserlagen, Faserorientierungen abgebildet werden. Sie können sehr hohe Faservolumengehalte erreichen. Sie können komplexe Bauteile mit guter bis sehr guter Qualität erreichen, hatte ich schon erwähnt. Und der Aufbau, den Sie dann haben, der muss genauso wie bei der Vakuuminfusion verpackt werden, sodass entsprechend das Material dann gut aushärten kann. Dann wird Vakuum angesetzt und gleichzeitig geht der ganze Aufbau dann in einen Ofen. Dort wird Druck bis zu 6 Bar aufgebracht. Das heißt, zu dem Vakuum selber haben Sie auch noch einen Druck, der Ihnen auch oder einen Großteil der Luft, die noch in diesem abgelegten Stack vorhanden ist, rauszieht, sodass Sie am Ende wirklich eine sehr, sehr gute Qualität erreichen.
Nachteile sind, sie haben lange Aushärtezeiten, also typischerweise ein Autoklavprozess dauert mehrere Stunden. Und zusätzlich zu der manuellen Vorbereitung der Ablage, die Sie brauchen, wenn Sie es nicht automatisiert machen, in den automatisierten Verfahren, die ich benannt habe eben, dann haben Sie trotzdem, selbst wenn Sie das machen, haben Sie müssen es immer noch manuell verpacken, manuell in den Ofen bringen und dann aushärten und dann entpacken. Also müssen das alles wieder entfernen und dann gewisse Reste, auch Flussreste des Harzes entfernen. Das heißt, es ist auch manuell. In jedem Fall, Sie haben lange Aushärtezeiten und dadurch bedingt hohe Kosten, aber Sie können wirklich mit die besten Qualitäten von Faserverbundbauteilen erreichen durch Autoklav-Technologie. Abschließend möchte ich noch auf Massentechnologien eingehen. Das heißt, diese Technologien, die ich Ihnen bisher präsentiert habe, das sind Technologien, die zumeist bis auf das Faserspritzen für endlosfaserverstärkte Bauteile verwendet werden, wo sie wirklich klassisch Faserverbundwerkstoffe herstellen. Der Massenmarkt ist eher Sheet Molding Compound. Das heißt, mehr als 90% des Marktes ist SMC, typisch kombiniert mit Glasfasern. Das ist ein zweistufiger Prozess. Sie müssen erstmal einen Halbzeug auch herstellen. Dort verwenden Sie auch ganz einfache Rohmaterialien hier in Rollenform, haben hier einen Tragfilm, bringen dort Aharz auf, zerschneiden diese Rollen in kleinere Stückchen, bringen das auf und kombinieren das mit einem zweiten Film, schließen das quasi ab, packen das ein, komprimieren das hier durch Roller und haben dann ein Halbzeug. In einem zweiten Schritt schneiden Sie dieses Halbzeug zu, beziehungsweise Sie haben einen hochviskosen isotropen Faserharzverbund. Ja. Es ist isotrop deshalb, weil Sie eben durch die zufälligen Faserorientierung hier in der Ebene relativ gleichmäßige Eigenschaften haben in der Ebene. Das heißt, das ist Schritt 1 und dann haben Sie dieses Halbzeug, was Sie zuschneiden am zweiten Schritt, dann ups, in eine Presse geben hier und dort ähnlich wie im ganz normalen Pressverfahren dann verteilen und entsprechend dann die Formgebung des einzelnen Bauteils durch entsprechend diesen Pressvorgang herstellen. Das können Sie auch automatisiert machen, indem Sie Industrieroboter verwenden zum Ein- und Ablegen und entnehmen nach dem Pressvorgang. Aber das ist quasi hier eine Technologie, SMC, die wirklich auf den Massenmarkt abzielt und wo sie die höchsten Volumina haben. Es gibt es noch ein bisschen einfacher. Ich war eben schon aus Versehen mal auf die Folie gekommen. Bulk Molding Compound ist dann noch eine Spur einfacher. Hier haben Sie eben nicht in der Ebene Faserorientierung, sondern Sie haben sie wirklich eine hochviskose, isotrope, formlose ein Faserharzverbund, eine Masse und geben das entsprechend in ihre Pressform, führen den Pressvorgang durch, bei dem das dann auch aushärtet und entnehmen dann auch ihr fertiges Bauteil. Der Unterschied ist hier, dass sie hier dann noch eine größere Variabilität in der Faserorientierung haben. Hier verändert sich, dadurch, dass sie hier eine irreguläre Masse haben am Anfang, verändert sich die Orientierung noch mehr. Das heißt, das hier sind noch einfachere Produkte, die sie dort hier raus erhalten. Jetzt möchte ich Ihnen eine Übersicht geben und ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass das hier Richtwerte sind, die ich angebe. Ja? Also es kommt am Ende des Tages, kommt es immer auch auf das Bauteil an und auf die Serie, auf die Größe der Serie des Bauteils. Ich werde Ihnen dazu gleich ein Beispiel geben. Gehen wir erstmal die Verfahren durch, wie ich sie auch erklärt habe. Das Handlaminieren, hier sehen Sie nur Minusse, das heißt, die Komplexität ist gering. Ja? Sie brauchen einfaches Werkzeug, deshalb sind die Werkzeugkosten gering. Der Automatisierungsgrad ist aber auch sehr gering. Sie müssen alles manuell aufbringen, das Material manuell tränken und dann auch manuell das Harz verteilen. Und die Bauteilqualität als Konsequenz ist auch gering. Sie haben eher inhomogene Eigenschaftsverteilung und geringe Faservolumengehalte. Gehen wir zur Vakuuminfusion, dort ist es schon ein bisschen komplexer. Sie haben zwar weiterhin einfaches Werkzeug, deshalb auch einfache Werkzeugkosten, aber Sie haben halt diesen Aufbau, den Sie erstellen müssen mit diesen unterschiedlichen Folien und Schichten und dem Vlies zur Verteilung des Harzes und der effizienten Trennung der trockenen Fasern. Der Automatisierungsgrad ist sehr gering, also Sie müssen alles manuell aufbauen und auch in einem Werkzeug verteilen das Material, die trockenen Faserlagen. Aber Sie können schon richtig gut hochwertige Bauteile herstellen, weil Sie eben schon lange Fasern haben und weil Sie dort auch sehr hohe Faservolumengehalte umsetzen können.
können schon. Das Faserwickeln ist auch eher, hat eine durchschnittliche Komplexität. Sie brauchen eben einen sich rotierenden Rotationskörper. Sie brauchen einen Schlitten, der Ihnen entsprechend das imprägnierte Faserbündel leitet und so über die Geschwindigkeit dann die Faserwinkel auf Ihrem Rotationskörper einstellt. Der Automatisierungsgrad ist hoch. Ja, das kann alles automatisiert erfolgen und die Herstellung eines rotationssymmetrischen Bauteils dann automatisiert erfolgen. Und auch hier können Sie schon hohe Bauteilqualitäten erreichen und können hohe Faservolumengehalte, geringen Porengehalt einstellen. Pultrusion ist noch komplexer. Sie brauchen eine relativ große Anlage, haben ein relativ komplexes Werkzeug, was Sie benötigen hier, deshalb auch hohe Werkzeugkosten, wo eine Aushärtung und Formgebung gleichzeitig stattfindet. Der Automatisierungsgrad ist sehr hoch, das heißt, wenn so eine Pultrusionsstraße einmal eingefahren ist, dann wird die üblicherweise über Stunden wird das weiterverfahren und automatisiert kriegen Sie am Ende dann zugeschnittene Profile raus. Auch hier können Sie eine hohe Bauteilqualität schon erreichen. Gute Faservolumengehalte bei geringem Porengehalt. Das RTM-Verfahren ist dann noch komplexer. Sie brauchen wirklich eine Presse üblicherweise, um auch Prozessgeschwindigkeiten entsprechend zu erreichen. Haben Sie auch Roboter, die Ihnen dann automatisiert Ihren trockenen Faserstack einlegen in das Werkzeug und am Ende das fertige Bauteil entnehmen. Das heißt, Sie haben hohe Werkzeugkosten dort. Hier müssen die Werkzeuge eben auch beheizbar sein und zusätzlich auch den hohen Drucken standhalten in der Presse. Der Automatisierungsgrad ist auch sehr hoch und die Bauteilqualität ist gut bis sehr gut. Also schon im RTM-Verfahren können Sie durch die hohen Drücke eben sehr, sehr hohe Faservolumengehalte bei geringem Porengehalt haben. Und dann am Ende ist das Autoklavverfahren, wo die Komplexität insgesamt eher durchschnittlich ist. Sie brauchen keine teure große Anlage, bis auf den Autoklaven, den brauchen Sie. Aber das ist am Ende ein großer Druckbackofen. Die Werkzeugkosten sind eher gering. Sie brauchen ein einseitiges Werkzeug und müssen die Form, offenes Werkzeug, müssen die Formgebung sicherstellen können. Aber das war es dann auch, also verglichen mit dem RTM-Werkzeug, was Sie beheizen müssen, was eben richtig massiv sein muss, um den hohen Drücken standzuhalten, ist dann die Komplexität oder sind die Kosten dann für das Werkzeug eher gering. Der Automatisierungsgrad ist aber auch gering, also Sie müssen, auch wenn Sie das Material automatisiert ablegen auf dem Werkzeug, selbst dann müssen Sie noch manuell das Ganze einpacken, diesen Vakuumaufbau herstellen, Sie müssen das in den Ofen packen, Sie müssen manuell diesen Vakuumaufbau wieder entfernen, um dann an das Bauteil zu kommen. Das heißt, der Automatisierungsgrad ist gering bis durchschnittlich, wenn Sie automatisierte Ablage verwenden des Materials auf dem Werkzeug. Die Bauteilqualität ist aber mit die beste Bauteilqualität, die Sie erreichen können im Faserverbundbereich. Das heißt, der Autoklav-Technologie wird in der Luft- und Raumfahrt üblicherweise angewendet. Und hier möchte ich Ihnen jetzt auch noch Richtwerte mitgeben, was die Kosten angeht. Das heißt, mit zunehmender Gesamtkomplexität steigt natürlich auch der Preis. Also das Handlaminieren ist eher gering, die Kosten als Richtwert. Dann haben wir Vakuum, Infusion, Faserwickeln, Pultrusion eher mittlere Kosten. Und RTM und Autoklav, da werden die Kosten dann beim Autoklav hoch bis sehr hoch. Ich möchte hier aber betonen, dass es sehr von dem Bauteil abhängt. Also stellen Sie sich ein Profil vor oder stellen Sie sich ein Bauteil vor für die Automobilindustrie, eine Seitentür zum Beispiel, wo Sie ein RTM-Verfahren wählen würden, logischerweise die hohen Werkzeug- und Anlagenkosten in Kauf nehmen, dann aber hohe Stückzahlen erreichen können und gute Qualität. Wenn Sie das im Handlaminierverfahren machen müssten und entsprechend für die hohe Qualität erstmal den riesig hohen Personalaufwand hätten, die viel längere Zeit und gleichzeitig dann auch nacharbeiten, um die wirklich gute Qualität sicherzustellen, dann wären die Kosten für dieses Bauteil im Handlaminierverfahren viel höher als im RTM-Verfahren, wenn Sie einmal in die Anlage und das Werkzeug investieren. Das heißt, es kommt hier wirklich immer auf das Werkzeug, es kommt hier auf das Bauteil drauf an und auf die muss von Fall zu Fall dann eben individuell betrachtet werden. Jetzt bin ich durch die gängigsten Herstellungsverfahren durchgegangen und möchte jetzt auf den Aspekt Nachhaltigkeit kommen, der auch sehr, sehr wichtig ist und der auch für uns, für den Composites United, sehr im Vordergrund steht.
Denn das Ziel ist auch für Faserverbundwerkstoffe und auch für carbonfaserverstärkte Verbundwerkstoffe eine zirkuläre Wirtschaft zu erreichen. Das heißt, angefangen von der Entwicklung, der Produktion, der Montage und der Nutzung dieser Bauteile, soll am Ende dann auch ein Recycling bzw. eine Weiterverwendung bis zu einer Verwertung dann möglich sein, sodass wir einen Lebenszyklus haben, der wo nach Möglichkeit kein Abzweig hier abgeht zu einer finalen Entsorgung, sondern das Material soll zumindest in einem downgecycelten Qualität mit mehreren Lebenszyklen durchlaufen. Was passiert im Moment? Was ist Stand der Technik? In Bezug auf GFK ist hier in Deutschland die Firma Neocomp bei Bremen ganz aktiv. Der Prozess ist üblicherweise, dass GFK-Abfälle, heutzutage hauptsächlich alte, ausgediente Windrotoranlagen oder Windrotoren, zerkleinert und zerfasert werden. Die genehmigte Anlagenkapazität der Firma bei Bremen Neocomp ist 80.000 Tonnen pro Jahr. Die derzeitige Auslastung ist noch deutlich darunter, aber in den kommenden Jahren werden mehr und mehr Windkraftanlagen abgebaut werden und dann wird diese Kapazität auch benötigt werden. Dann werden Spuckstoffe in dem Prozess hinzugegeben aus der Papierindustrie, um den Staubgehalt zu verringern. Und dann wird das an ein Zementwerk abgegeben. Ja, und dort wird das Material dann nicht recycelt, also es geht nicht wieder in einen neuen Windrotor, aber es wird verwertet, und zwar energetisch und stofflich verwertet. Denn diesen Prozess in dem Zementwerk zur Zementherstellung dienen die Papierreste und das Harz als Brennstoff. Und die Glasfasern dienen als Siliziumoxid- und Aluminiumoxidquelle für den Zement. Das heißt, hier haben wir sowohl eine energetische als auch eine stoffliche Verwertung des Materials. Und es kann eben entsprechend noch ein Nutzen aus dem Material gezogen werden nach dem Ende der Lebensdauer des Originalbauteils. Es muss nicht entsorgt werden, was zu vermeiden ist grundsätzlich. CFK, zum CFK-Recycling gibt es auch industrielle Prozesse, die entwickelt wurden und die seit knapp 10 Jahren auch industriell betrieben werden. Und der Prozess, von dem ich spreche, ist die Pyrolyse. Was hier passiert ist, dass entsprechend End-of-Life-Bauteile oder Fertigungsabfälle werden effizient gesammelt, zusammengeführt. Und hier bei Stade gibt es die Firma CFK Berlin Stade Recycling, die den Pyrolyseprozess dann anwendet. Das heißt, in einer inerten Atmosphäre ohne Sauerstoff wird die Matrix verbrannt und es werden die Fasern in verkürzter Form gewonnen, Kurzfasern als Carbonfasern oder Carbonpuder, und die können dann in neuen Anwendungen mit anderen Kunststoffen und zum Beispiel in einem Pressformverfahren, RTM-Verfahren etc., wenn sie dann verwendet werden, um dann neue Bauteile herzustellen. Üblicherweise ist ja aber ein Downcycling vorhanden, das heißt, die Faserlänge nimmt ab mit zunehmendem Zyklus. Das heißt, hier sind nochmal die Fakten dargestellt. Im Moment ist die Jahreskapazität der Anlage der Firma CFK Valley Stade Recycling 1500 Tonnen pro Jahr. Das, was schon beachtlich ist, das soll in Zukunft aber noch ausgebaut werden. Und hier ist der Prozess auch nochmal illustriert. Das heißt, wir haben wirklich ein erstes Bauteil. Dort werden dann kürzere Fasern bis Kurzfasern, Langfasern bis Kurzfasern bis Puder gewonnen aus dem Pyrolyseprozess. Und das kann dann verwendet werden hier für neue Bauteile und dann zum Beispiel hier im Rennsport Anwendung finden. Weitere Verfahren neben der Pyrolyse sind in der Entwicklung. Zum Beispiel die Solvolyse, wo man eben die Matrix auflöst und mit dem Ziel, sowohl die Matrix als auch die Fasern dann wieder zu verwenden und mit dem Ziel, die Faserlänge möglichst nicht einzukürzen, dann auch ein Recycling zu ermöglichen. Das heißt, die Fasern wieder auch in gleichwertige Anwendungen, auch in einem zweiten Lebenszyklus überführen zu können. Weitere Verfahren sind zum Beispiel die induktive Erwärmung, wo man die elektrische Leitfähigkeit der Fasern sich zunutze macht, um dann entsprechend die Matrix abzulösen von den Fasern. Es gibt noch ein paar andere Verfahren, aber die wesentlichen habe ich Ihnen genannt. Wenn irgendwann nach mehreren Zyklen das Recycling oder auch das Downcycling aus wirtschaftlichen und auch technischen Gründen keinen Sinn mehr ergibt, dann muss man das Material final verwerten, wie ich eben vorgestellt habe für GFK. Hier haben erste Studien gezeigt, dass die Müllverbrennung und Sondermüllverbrennung mit Standardparametern, wie diese Anlagen betrieben wird,
werden nicht geeignet ist. Das heißt, hier sind in der Schlacke dann immer noch Faserreste vorhanden und die werden nicht vollständig umgesetzt und energetisch verwertet. Aber es gibt sehr vielversprechende Versuche, Großanlagenversuche zur Verwertung des CFK beim Stahlrecycling oder der Calciumcarbidherstellung. Und erste Studien, erste Ergebnisse wurden mittlerweile präsentiert, letzte Woche in der Themenwoche des Composites United. Und die Informationen sind, die ersten Ergebnisse sind, oder die Ergebnisse sind sehr vielversprechend. Das heißt, das Ziel muss es auch hier sein, eine energetische und stoffliche Verwertung zu erreichen, wenn eine Verwertung, ein Recycling oder auch ein Downcycling, also eine erneute Verwendung in Form von Bauteilen, keinen Sinn mehr macht. Möchte ich auf Wirtschaftlichkeit eingehen, und wir kriegen oft die Frage als Netzwerk, und schön und gut, ist ja toll, die ganzen Vorteile, aber was kostet mich denn jetzt ein Kilo Faserverbundwerkstoff? Wir geben dann gern die Antwort, die alles aussagt, wie ich finde, 1 bis 1000 Euro pro Kilo. Denn die Antwort, die sich viele Firmen, viele Externe, die mit dem Thema noch nicht so richtig vertraut sind, wünschen, ist halt eine Preis-pro-Kilo-Antwort, wie sie für Stahl oder für Metalle oder andere Materialien üblicherweise gegeben wird. Aber das ist im Gegensatz zu diesen Materialien eben nicht möglich, weil diverse Matrix- und Faserarten und Kombinationen von diesen existieren und kombiniert werden können zu Faserverbundwerkstoffen. Dann entstehen die Eigenschaften während der Produktion. Und da habe ich schon sehr explizit darauf hingewiesen am Anfang dieses Vortrags. Das heißt, die Herstellung ist entscheidend. Das Verfahren von den Verfahren, die ich vorgestellt habe, ist sehr entscheidend am Ende für die Kosten und auch für die Qualität ihrer Bauteile. Und es gibt natürlich auch diverse Montage- und Fügeverfahren. Das heißt, Sie können die Materialien verschrauben, klassisch. Sie können sie aber auch, sollten sie aber eher kleben. Thermoplastische Faserverbundwerkstoffe können auch geschweißt werden. Das heißt, insgesamt ist eine pauschale Preis-pro-Kilo-Antwort nicht ohne weiteres möglich. Sondern, was muss man machen? Man muss es ganzheitlich betrachten. Ja? Und dann können Faserverbundwerkstoffe auch für klassische Maschinenbauindustrie zum Beispiel oder für die Schifffahrt, fürs Bauwesen interessant sein. Ja, wir haben Beispiele und auch für KMU interessant sein, nicht nur für große Firmen. Denn man muss die gesamte Wertschöpfungskette betrachten und auch individualisiert für die Anwendung. Was sind meine Produktanforderungen? Ja, macht es, wie groß ist der Sinn, dass ich in sehr hohe spezifische mechanische Eigenschaften investiere bei Faserverbundwerkstoffen? Wie teuer sind die Rohmaterialien? Was kann ich auswählen? Wie gut müssen meine Fasern sein? Wie teuer müssen meine Fasern sein? Was habe ich für Herstellungsverfahren? Wie automatisiert kann ich das machen? Habe ich zum Beispiel ein profilförmiges Verfahren und eine hohe Stückzahl, dann lohnt es sich zum Beispiel in die Pultrusion zu investieren, in eine Anlage, in hohe Werkzeugkosten und habe dann einen sehr automatisierten Prozess, der wiederum sehr günstig läuft. Wie ist mein Handling innerbetrieblich? Kann ich Handlingkosten sparen während der Herstellung oder auch während der Montage und Auslieferung? Kann ich durch leichte Bauteile vielleicht vor Ort schneller montieren, mit weniger Aufwand montieren und so Kosten sparen? Wie sieht es mit meinen Betriebskosten aus? Faserverbundwerkstoffe als architektonische Struktur zum Beispiel rosten nicht, haben wir keine Korrosion. Das heißt, über 20 Jahre habe ich deutlich geringere Wartungskosten. Wie sieht es mit Arbeitssicherheit aus? Wie sieht es mit Recycling aus? Dies sind alles Fragen, Kernfragen, die betrachtet werden müssen und die eine Ganzheit, die deutlich machen, dass eben diese ganzheitliche Betrachtung vonnöten ist, um am Ende eine Wirtschaftlichkeit abschätzen zu können. Jetzt möchte ich zum Abschluss meines Vortrags dann auf Anwendungsbeispiele und Erfolgsgeschichten eingehen und werde dann entsprechend den zweiten Grundlagenvortrag zum Thema Faserverbundwerkstoffe beenden. Hier Anwendungsbeispiele, und das meiste haben Sie schon gesehen oder haben Sie schon mal von gehört. Natürlich Flugzeug, A350 ist zu mehr als 50% Gewichtsprozent aus carbonfaserverstärktem Kunststoff hergestellt. Windrotoren, Windkraftrotoren sind zu mehr als 90% typischerweise aus GFK, glasfaserverstärkten Materialien hergestellt. Das heißt, hier, das ist das klassische Anwendungsbeispiel für GFK, glasfaserverstärkte Kunststoffe. Dann natürlich auch in der Schifffahrt für Rennboote, aber auch große Katamarane finden Faserverbundwerkstoffe Anwendung. Bei Rennbooten eher, was hier abgebildet ist, wirkt eher CFK mit Fokus auf Performance. Das ist jetzt hier ein Boot oder eine Yacht von einem America's Cup. Also da geht es wirklich um High Speed, um High Performance. Klassische Katamarane, größere Schiffe
Da sind zumeist glasfaserverstärkte Materialien verwendet. Dann haben Sie unten andere Beispiele. Orthesen, Prothesen. Faserverbundwerkstoffe sind ganz verbreitet, um hier eben Funktionalität bei gleichzeitig hohe Funktionalität bei gleichzeitig sehr geringem Gewicht zu ermöglichen. Automobilbau, Sie kennen alle die i-Serie von BMW, wo eben das erhöhte Gewicht eines Elektroautos von Batterien, Antriebsstrang kompensiert wurde durch eine Carbon-Chassis, ja, und so durch Leichtbau entsprechend das Gesamtgewicht gering gehalten werden konnte. Und auch im Schienenverkehr, ICE, gibt es gerade, wenn Sie Richtung SMC und BMC, Sheet Molding Compound, Bulk Molding Compound denken, gibt es viele Paneele im Innenbereich, die aus faserverstärkten Verbundmaterialien hergestellt wurden. Und auch natürlich der Sportbereich. Also denken Sie an Rennfahrräder, denken Sie an einen Tennisschläger. Der muss leicht sein, der muss ein gewisses Handling, ein gewisses Ballgefühl ermöglichen, gewisse Flexibilität auch haben. Das erreichen Sie am besten mit Faserverbundwerkstoffen. Jetzt möchte ich abschließend noch kurz zwei Erfolgsgeschichten präsentieren. Die erste ist dieser Kühltransporter, den Sie hier sehen. Dort wurde eben der leichteste Kühltransporter auf Basis eines VW-Busses hier, des Transporters, entwickelt. Und es wurde dieser Aufbau hier im Hintergrund klassisch Aluminiumbauweise durch eine CFK-Struktur ersetzt. Und so konnte die Zuladung um 500 Kilo, 50% von einer Tonne auf anderthalb Tonnen erhöht werden. Das heißt, wir haben jetzt wirklich eine signifikante Erhöhung der Nutzlast. Und dieses Projekt ist ein schönes Beispiel, wie kleine Unternehmen, The Team, Technology und Carbon Truck and Trailer gemeinsam mit einem großen Partner VW zusammengearbeitet haben, initiiert von dem damaligen CFK Valley, der jetzt in den Composites United übergegangen ist. Aber das war ein Gewinner eines Logistikpreises hier in Hamburg, der Süderelbe AG, und ist auch wirtschaftlich ein großer Erfolg, dieses Projekt, weil entsprechend eine große Firma, ein großer Lebensmittelproduzent und Zulieferer in der Schweiz, für die ist das sehr interessant, weil man für 3 Tonnen Nutzlast eben nur noch 2 Fahrer, 2 Autos braucht und nicht mehr 3. Und das heißt, die Mehrkosten, die 20-30% Mehrkosten, die Sie haben, weil Sie die CFK-Struktur wählen, hat sich schon nach wenigen Jahren amortisiert. Ein weiteres spannendes Beispiel ist das Bauwesen. Und da haben wir ein sehr prominentes Mitglied im Verein, im Netzwerk, Dr. Amir Afan. Und er hatte eine Segeljacht mit so einem Carbonmast, den Sie hier sehen. Und er war sehr fasziniert davon, als er das Boot winterfest gemacht hat, diesen Mast alleine quasi entnehmen und an Land tragen konnte. Er war so leicht, das heißt, er wollte mehr über dieses Material lernen, ist ein Mitglied im CFK Valley geworden und heute ist Herr Dr. Afan einer der Weltmarktführer für die Anwendung von CFK im Bauwesen. Hier ist ein Beispiel, die Yas Mall in Abu Dhabi, diese große Einkaufsmall, wo hier auch das Ferrari-Zentrum mit der Formel-1-Rennstrecke angegliedert ist. Und er hat dieses als Beispiel, zum Beispiel dieses große Sonnendach hier, was Sie hier sehen, in Verbundbauweise gebaut. Sie können sehen, hier sehen Sie wirklich nur sehr geringe Stützstrukturen, die vonnöten sind, um diese Struktur zu halten. Das heißt, die ist sehr leicht. Und da haben erst alle Experten hier gedacht im Netzwerk, ist ja schön und gut, in Abu Dhabi hat man genug Geld, dort kann man CFK verwenden. Aber er konnte tatsächlich auch zeigen, dass das ökonomisch auch gleichwertig ist oder nicht teurer ist als eine Stahlbetonstruktur. Und dafür hat er den CFK Valley Vision Award gewonnen 2014. Und jetzt mögen Sie sich fragen, wie ist denn das möglich? Auch die Experten hier haben sich das Gleiche gefragt, aber er konnte zeigen, durch eine hohe Vorfertigung und dann eine geringe Aufbau-Montagezeit auf der Baustelle, durch die deutlich verringerten Fundamente und die Kosten dafür, durch den Fakt, dass das Material eben nicht korrodiert und Sie das nicht streichen müssen über eine Lebensdauer von 20 Jahren. All diese Vorteile kombiniert haben dazu geführt, dass es am Ende kostenneutral war zu einer Stahlbetonkonstruktion. Und dafür wurde er, wie ich finde, zu Recht mit diesem Vision Award belohnt. Damit bin ich am Ende meines Vortrages. Ich hoffe, ich konnte Ihnen guten Eindruck zu Herstellungsverfahren und Anwendungsbeispielen geben und bin auch noch ein bisschen auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit eingegangen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne Ihre Frage schicken an eine dieser beiden E-Mail-Adressen und dann reagieren wir da gerne drauf. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie heute mit dabei waren
Und lade Sie herzlich ein, auch falls Sie es noch nicht getan haben, den ersten Teil zum Thema Faserverbundwerkstoffe sich anzuschauen. Und falls Sie das gemacht haben, schauen Sie sich auch gerne eins der anderen Webinare von uns an. Damit sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.